Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Map mit dem Leo. Hi, na? Glaube, ich mähe hier gerade einen Weg ab. Werner ist halt schon wieder am Cheaten, ne? Das, der nötig haben, ey. Ohne Witz. Das kann nicht sein. Also, jetzt mal ohne Witz, Werner. Leo, was ist denn schon wieder? Dass du das noch nötig hast, Das kann doch nicht sein, dass du jedes Mal rumblubbern musst. Das ist doch... Nee. Das kann doch nicht wahr sein. Der Werner ist nur am Mogeln. Ist er nicht? Du hast damit angefangen. So. Nein, nichts das. So. Aber ich verstehe das nicht, wieso der ab und zu aufhört aufzupumpen. Meinst du Luft oder was? Nee, Mischfutterration. Ich fahre mit dem LKW da drunter. Ja. Der macht das. Ja. Und ich steige aus und er macht das dann nicht mehr. Oh. Hast du nicht bezahlt? Doch, das ist ja die Maschine. Also ich habe tatsächlich einen Deutz, den von Hoffi, plus den Silver Star, der das Mischfutter auffüllt. Er macht das richtig gut. Hast du denn einen Kurs für Schweine und Rinder? Zum Auffüllen von Mischrationen oder hast du da getrennte Kurse? Ich werde da getrennte Kurse tatsächlich ausmachen. Ich habe einen Kurs. Weil der fährt zuerst durch die Schweine, fährt die Gasse hinten rum und fährt direkt zu den Kühen weiter. Okay. War das dehnt? Und du meinst, das ist jetzt besser? Das ist auf alle Fälle besser. Okay, wenn er sagt, das ist besser, dann ist das natürlich besser, ne? Frage gar nicht. Alter, das ist ja ein Megafeld, ey. Depp, wie er sagen würde, depp. Würde er nicht. Doch, würde er eigentlich schon. Würde er nicht. Würde er doch? Man weiß es nicht. Wie hast du das Feld hier oben genannt? Feld 50, Gras. Stop it. Speichern. Und Kurs. Feld. Anführungszeichen. Feld 50, anhalb. So. Jetzt. Oh, jetzt wird's aber interessant. Was ist denn das? Was ist denn das eigentlich, was er jetzt machen muss? Feldarbeit? Nee, ne? Was denn? Doch, es ist Feldarbeit. Wo denn, was denn? Abmähen ist Feldarbeit, ne? Abmähen ist Feldarbeit. So, das können wir hier platzieren, tatsächlich. Wow! Leo, ohne Witz. Das hättest du sehen müssen. Da ist gerade ein Deutz voll in den Fendt reingeballert. Geht doch nicht. Ja, deswegen habe ich aber auch gesagt. Kannst du den Fahrer nicht sagen, dass ich benehmen soll? Fahrer, benehmt euch. Habe ich jetzt gemacht. Mal gucken, ob sie sich daran halten. Juckt die halt einfach nicht. Das juckt die Bohne nicht. Die Bohne nicht. Machst du dich voll tanken hier? Schaffst du das? Sag mal, was habe ich denn jetzt gemacht? Der Kurs. Ah, das sieht doch vernünftig aus. So, das nennen wir jetzt Speichern. Abmähen. So, Fahrer entlassen. Doch, das ist ja nicht Mähen. Ohne F 50,5. Und zwar. Machen wir das folgendermaßen. Noch, wir fahren so. Warte, das brauchen wir nicht mehr hier. Und was der macht. Bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Bin ich mal gespannt. Ist der Anhänger drin? Der Anhänger ist drin. Hey, der wartet. Was ist denn bei euch eigentlich los? Achso. Ja, du kannst weiterfahren. Was machst du denn nicht da? Ach, du bist auch schon da. Alter Schwede. Wie die einfach fleißig weiterarbeiten, ne? Wieso hat er jetzt die Tür nicht zugemacht? Ein Kreditpunkt. Kreditpunkt. Er macht die Tür nicht zu, Leo. Ja, auf. So, auf. Ich muss da reinfahren dann doch. So, wir nehmen einmal den Fliegel. Zack. So, und dann muss ich was nachgucken. Warum stehst du hier und du sagst, du hast das nicht, aber du hast das eigentlich? Korporatia. Gut, Leo, müssen wir noch irgendwas mitteilen, sonst verabschiede ich mich jetzt erstmal. Nö, tatsächlich, glaube ich, ist alles. Glaube ich nicht, ne? Gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß und bis später. Jo, haust rein, tschüss. Ciao. So, mein Freund, du fährst jetzt da rein und dann holen wir uns ein bisschen Mist ab. Du machst das auf. Ich sage dazu kein Wort. Dass man das Öffnen des Tores mit dem Öffnen des Rohres auf die gleiche Taste gelegt hat,
ist wirklich eine sehr intelligente Entscheidung gewesen, meiner Meinung nach. Wirklich sehr, sehr intelligent. Komme ich hier durch? Sehr nice. So, okay. Weiterfahren. Pumpen. Sollte aufgetankt werden. Okay. Sehr gut. Machen wir die Zeit lang. So, das ist voll. Das darf dann raus hier. Wow. Was für ein Lenk-Dings da. Wahnsinn. So, dann suchen wir mal nach Kurs. Mist. Jip. Nicht verkaufen komplett. Und fahren am nächsten Punkt. Fahrer einstellen. So, und du? Brauche ich die Fläche für sonst noch irgendwas? Ich glaube tatsächlich nicht. So. Was tue ich da? Und damit, was tue ich gerade? Hilfe! Was war das denn? Das war ja wirklich sehr intelligent gerade. Warte. Was für einen Kurs hast du? MAZ? Okay, der hat einen richtigen Kurs. Suchen nach Mist. Mist verkaufen komplett. Abfahrer einstellen. Okay, das läuft. Der steckt irgendwie im Verkehr fest, das ist okay. Gut. Vielleicht so kurz zur Seite hier, mein Freund. Okay. Darfst weiterfahren. Das Gerät hat erstmal genug zu tun. Und das auch sofort abfahren. Der ist unterwegs. Der ist unterwegs. Der ist unterwegs. Sehr gut, das Ganze, sehr gut. So. Sobald er fertig ist, werden wir das eine Fass dann gegen hoffentlich den Sattelauflieger und den LKW tauschen. Wenn das gleich funktioniert. Ist jetzt alles hier vollgeladen? Bei diesem Gerät? Hast du alles? Du hast kein Heu. Wie wär's mal, wenn du Heu auflädst? Du Otto! Okay. Was können wir noch machen? Lass mich mal kurz überlegen. Wir könnten da die Silage früher oder später einlagern fahren. Das können wir machen. Das können wir aber auch dann mit dem LKW machen, tatsächlich. Wie viel brauchen wir denn Geld für den LKW? Für den LKW bräuchten wir, gucken wir mal, 126.000. Das haben wir tatsächlich noch nicht, aber da sind wir auf dem Weg dahin. Sobald das da ist und das da ist, sollte das eigentlich kein Problem mehr sein.
Ich verstehe nicht, wieso der das nicht auslädt. Ich verstehe wirklich nicht, wieso der das nicht auslädt. Beim besten Willen. Wieso lädt er das nicht aus? Fährt er da nicht vorbei? Der fährt auch da vorbei. Und der Trigger ist auch definitiv da. Verstehe, der schnickt. Ich verstehe, der schnickt. So. Der ist da. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Bis er voll ist. So. Okay, mit dir, mein Freund. Versuchen wir nochmal, das so zu machen, dass du vielleicht das richtig machst. Mal gucken, ob das diesmal kriegt. Ich verstehe das halt nicht, ne? Ich verstehe das nicht. Der lädt das nicht auf. Der fährt sofort weiter. Ab und zu ist das wirklich sehr, sehr seltsam mit dem Curseplay. So, noch einmal fahren, dann hat er das geschafft. Also, irgendein Deutscher hat einen Wartepunkt erreicht. Du darfst dann weiterfahren. Und das hier überpumpen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, ich werde dich dann gleich austauschen. Oder wegfahren da auf jeden Fall. So, wir haben das eigentlich schon. Okay. Kaufen wir das Ganze. Da steht da der Gute. So, und jetzt brauchen wir noch. Da ist noch was am Verkaufen gerade. Vielleicht kriegen wir sogar schon genug Geld, dass wir uns den Auflieger kaufen können. Das wäre natürlich jetzt sehr geil. Tada, das reicht. Super. Das heißt, nehmen das hier und dann nehmen wir das hier. Jo, mach mal. In Schwatt. In Schwatt. So, das heißt, du, mein Freund hier, wirst dir diese Schwaster schnappen und zum Hof damit fahren. Erstmal suchen Shop. So, das weiterfahren. Das da erreicht, gut. Und das hier, das hier machen. Noch ein letztes Mal. Und dann wird dieses Fass hier verkauft. Verkauft wird dieses Fass verkauft. Und dann werden wir ein bisschen Haarmilch fahren und verkaufen. Weiterfahren. Kann ich eigentlich sagen, wenn du das Knallgasjung gefahren? Sollen wir das mal ausprobieren? Automatisch? Wie beim Einfahren, maximale Geschwindigkeit. Ich kann Knallgas fahren. Oh, das ist gefährlich, aber das mag ich. Ich mag gefährlich. Okay, das kriegt er nie im Leben hin. Das kriegt er nie im Leben hin. Schade. Okay. So, dann werden wir dich sofort nehmen und tatsächlich schon Haarmilch verkaufen fahren. So, habe ich da eine Anhängerkupplung hinten dran? Das heißt, ich könnte das Fass zur Seite schieben. So, hopp.
das hier zur Seite schieben erstmal ein bisschen, weil das ist eigentlich nicht mehr notwendig. Das war ja eigentlich erst nur notwendig, weil wir keinen großen Tank da hatten, aber jetzt haben wir einen riesen Tank da. Und daher ist das nichts mehr notwendig. Aber wir haben hier noch 11.000 Liter drin. Das heißt, wir werden vorher hier das abtanken und dann den anderen nehmen. So, hopp. Okay, Deutsch hat irgendwas erreicht, das ist gut. Noch ein anderer Deutsch steht da, das ist nicht so gut. Okay. Und du bist hier, das ist okay. Das ist okay, mein Freund, das ist okay. Wir könnten ein bisschen Einstreu verkaufen fahren. Das können wir auch gleich machen. Und dann geht das auch weiter. So, das kommt hier hoch. Ungefähr hier so hin. Sollte das passen, denke ich mal. Okay. Wer ist jetzt dran? Wow. Okay. Das heißt, du darfst jetzt hier wieder aufladen. Sehr gut. Das funktioniert hervorragend. So, ich glaube, wir haben mittlerweile hier alles aufgeladen. Und dann gucken wir gleich mal. Gucken wir mal. Du bleibst hier erstmal stehen. Müsste eigentlich mit dem Aufladen langsam fertig sein. Aber ich glaube, der steht jetzt genau da, wo wir rausfahren werden. Ja, ich glaube es auch tatsächlich. Aber gucken wir gleich mal. So, voll und los geht's. Kurs laden Milch. Haarmilch verkaufen. Komplett Kurs anzeigen bitte. Und gucken wir mal. Das sieht so aus, als ob das voll in dem Weg steht, ne? Warte, ich glaube schon, dass das im Weg steht. Aber scheinbar auch nicht. Sehr geil. So, dann. Darf jetzt der nächste aufladen? Okay. Ist halt irgendeiner, ne? Es ist nicht der, den du auswählst, es ist halt irgendeiner, der am Aufladen ist. Ist schon eigentlich sehr lächerlich, das Ganze. So, lass erst mal ausgehen. Du hier, mein Freund? Also, der ist auch da. Okay, gut. Weiterfahren. Dein MRN steckt irgendwo fest. Ach so, okay. Du fährst zurück. Du fährst erstmal zurück. Genau, nach hier. Wir müssen später noch die Silage einlagern. Das können wir das später noch machen. So, weiterfahren. Überladen. Der ist unterwegs. Du hier, mein Freund, schnappst dir die Fräse. Und dann fahren wir noch wohin. Ich weiß das ehrlich gerade gesagt nicht genau, was würde ich mit dem Ding machen. Kann aber auf jeden Fall hier schon mal was fräsen. Das geht.
Das sollte gehen. So, du darfst weiterfahren. Du bist Abfahrer entlassen und du darfst zum Shop fahren. Hof zum Shop. Fahrer einstellen, am nächsten Kurs warten. So, wir sind aber mit der heutigen Folge fertig. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Möglicherweise der letzten Folge auf der MiGmap. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.